YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kalisto-Protokoll. Mit meiner Wenigkeit, euer Zocki. Es geht weiter. Ich habe jetzt den Skin. Guck an. Ich schaue richtig matschig aus. Geil, oder? Passt zu meinem Charakter. Hoppala. Notwendigkeit. Die Notwendigkeit. Ab und zu. Schwere Entscheidungen treffen. Das Leben ist hart. Besser kann ich zuhören, was der Kollege zu sagen hat, denn der... Arschloch, ich habe keinen Bock auf den. So ist es. Oh, verdammt. Das ist eine Frechheit. Geil, wenigstens ein bisschen Gesundheit. Weil der Typ hat mir jetzt schon ein bisschen mitgegeben. Hätte so gerne Waffe. Jacob, hier drüben. Komm schon, beweg deinen Arsch. Lauf! Was soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von einem Plan erzählt. Ja. Hier lang. Warte, keine Zeit. Siehst du nicht? Warum lootest du nichts eigentlich, oder? Siehst du? Ja, jetzt gerade alles mir Pech gehabt. Alle meine Credits. Du kriegst gar nichts. Warte! Leben ist voll. Man glaubt es kaum. Credits ist aber niemals voll. Ah, er kriegt eine Waffe. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Oh. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Du brauchst keine Waffe? Cool. Du bist mein bester Freund. Er schenkt mir die Waffe. Hier kann man Waffe. Warte mal, hier öffnen. Nicht, dass da wieder so ein Biest rausspringt. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Okay, 800 Credits. Das kostet alles Credits, ne? Die Waffe drucken. Kostet sogar zufälligerweise 800 Credits. Oh, die kriegt ja auch einen Skin. Ja, ist die geil. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Warte kurz, ich habe noch ein paar Kredite. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Wie viel habe ich? Ich habe noch 300. Was ist das? Aha. Gönnen wir sich. Qualitätsprüfung bestätigt. Danke dir. Wir können auch verkaufen. Ha. Oder weg damit. Wieder 800. Oder wir brauchen Muni. Munition für den Revolver. So.
Kostet doch gar nicht so viel. Was haben wir hier? Rückstoßverringerung. 200, 200 sind 4 und dann könnte ich noch einmal Muni kaufen. Oder wir können hier... Mehr Damage? Na, dann müssen wir als erstes das hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Muni ich jetzt gekriegt habe. Das kostet ja auch einen Inventarplatz. Ich habe kaum Inventar. Ich würde gerne Inventarplätze kaufen. Na gut, aber warte mal. Ich werde ja eher auf den Nahkampf gehen. 300, 300. Die zwei Dinger kaufen wir sich noch. Ich werde viel im Nahkampf sein. Da ist wichtig, dass der Knüppel richtig raushaut. Gut, jetzt kein Geld mehr. Oh, da ist noch Munition. Ja, mein Inventar ist schon voll. Jetzt kann ich keine Munition mehr nehmen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Energieumwandler. Ah, das kann ich verkaufen. Schau an, ich hab gedacht, das brauche ich für den Handschuh dann. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. So, jetzt haben wir wieder Platz. Für noch einen Energieumwandler und ein bisschen Munition. Freie Auswahl. Na, warte mal. Hey, Bruder, ich bin ja absolut reich. 900 kostet das schon, okay. Dann traden wir die Waffe noch einmal ab. Aktivierung der Druckfertigung. Abgeschlossen. Ja, das kann ich mir wegen 2 Credits nicht leisten, okay. Vielleicht liegen hier jetzt noch 2 Credits rum. Das wäre natürlich super. Aber ist nicht so. Macht nichts. Ey, wir sind gut. Wir sind gut unterwegs. Ah. Ich wusste nicht, was ich drücken sollte. Da sind meine Credits. Sieht aus, als würde sie infizieren und in diese Bestien verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge dann den Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Okay, das ist der fette Brummer. Okay, gut. Gut zu wissen. Das andere sind alles nur leichte Angriffe, die aber richtig böse ausschauen, als wären es harte Angriffe, schwere Angriffe. Okay, warte mal kurz. Da könnte ja noch was liegen. Dem ist aber nicht so. Ja, dann müssen wir den Kollegen hier wegmachen. Ich schieße jetzt noch nicht, ich spare mir die Munition. Oh, Schleichangriff gibt's. Sehr schön. Schnelltötung mit X. Dann schauen wir mal, wie schnell das geht. Zack! Absolut schnell.
Munition, schönes Ding. Ey, wirklich, wenn nur so drei Leute auf mich zukommen, dann werde ich vielleicht schießen, aber sonst glaube ich, weiß nicht. Ich mag den Nahkampf, ich mag den. Der weiß ja genau, wo ich bin. Stabiles Kerlchen. Oh, da kommen noch ein paar stabile Kerlchen. Ich glaube, hier geht's weiter. Das heißt, wir gucken kurz andere Richtung. Kann ich das kaputt schlagen? Ja. Da komme ich nicht dran. Okay, ne. Aber da ist gar nichts jetzt. Okay. Ah, dann. Ja, wenigstens ein paar Credits haben wir gekriegt, ne? Ist besser als gar nichts. Ne, warte mal. Bin irgendwie dran vorbeigelaufen, wieso? Kredite, Kredite. Wieder eine Menge Kredite. Ich bin genau falsch gegangen, ne? Oh mein Gott! Jetzt haut er immer zweimal zu, die kleine Drecksau. Gib mir Leben, please. Ah, gib mir nur Kredite, oder?
Oder muss ich mich heilen? Hilft ja alles nichts. Das war jetzt echt schlecht, echt mies von mir. Widerlich. Widerlich. Die Revolver-Munition wieder nicht. Okay, die Heilung brauche ich und das bisschen Muni, was... Ja gut, was soll ich machen? Ich drop sicher keine Heilung, das zum Verkaufen drop ich auch nicht. Obwohl ich eigentlich... Ja, ich könnte mich einmal heilen, aber nee, das kriege ich so von einem Gegner, glaube ich. Ja, ich bin jetzt wieder zurückgegangen, oder? Aber das Biest liegt nicht mehr hier, aber ich bin zurückgegangen. Jetzt hätte ich das gern wie bei Dead Space. Die Linie, die mir den Weg... Achso, nee, da ist jetzt offen. So. Nee, ich hab da unten nichts gemacht. Vielleicht bin ich nicht zurückgegangen, vielleicht schaut es einfach nur gleich aus, der Scheiß. Aber ich bin safe zurückgegangen. Schaut nichts gleich aus. Ja, aber das Fenster ist ja auch wieder in Ordnung. Und wenn hier jetzt auch noch Credits herumliegen. Aber hier liegen keine Credits. Das Fenster hat sich wieder erneuert. Das ist ein Schiff. Irgendwo ist der Reparaturroboter, der herumchirtelt und alles repariert, was kaputt ist. Ah, hier hätte ich weiter müssen. Ja, so ist es. Ah, okay, das war nur Bonus. Hallo. Und wir drehen besser um. Ja, hast du recht. Wieso dreht er wirklich um? Hab ich das gemacht? So liegen hier überall Hosen rum. Die Biester machen sich vorher nackig, ne? Beweg dich leise. Ja, ja, aber ich werde schnell töten. So ist es. Sind die nur zwei. Oh, fuck. Ja, macht nix. Oh Gott, da ist nichts mit Laser. Was will er denn? Schön brutal. Und Kredite. Was, mein Skin passt zu meinem Spielstil hier. Schön blutig. Draufhauen. Muss doch blutig sein irgendwie. Das ganze Blut, was ich da abkriege, muss ja irgendwo kleben.
So, Zugangsdaten. Wo soll ich denn die hier finden? Hey. Wie ich gar kein Ding krieg. Kann ich da? Was hab an? Ach, hier. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Moment, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer James. Morgan Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Wow! Ich finde, die droppen mir viel zu wenig Leben. So, wo muss ich lang? Ich habe ja kein Ding. Kein, ne? Kann ich da auch noch was rausschneiden? Nee. Keine Hilfslinie. Warte mal, hier geht's runter. Und wo wird's hier hingehen? Ist das nur ein Raum? Steht da irgendwo was? Achso, das ist, glaube ich, Schnuppe, oder welche Richtung ich runtergehe. Hauptsache runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Da passiert was jetzt. Okay, vielleicht auch nicht. sorry. Auf jeden Fall, es gibt kein Zurück mehr. Obwohl, hier gibt es noch ein Hoch. Shit. Will ich hier hoch? Ach Gott, ich hätte gern so eine Hilfslinie, wo ich lang muss. Reaktiviert.
Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Fuck. Ey, dass man keine Munition mitnehmen kann, das ist so eklig. Weil man so ein kleines Inventar hat, das ist kacke. Aha, jetzt bin ich wieder hier. Gut, das war wieder nur ein Bonus. Und wieso stackt sich das nicht? Das nervt auch ein bisschen. Na gut. Wow, Oleg, was ist los? Ja, genau. So ist es. Jetzt killt er mich auch noch. Gut, wenigstens gönnt er ein bisschen Leben. So, warte mal, jetzt habe ich doch einmal nachgeladen. Jetzt müsste doch Platz für das sein, oder? Nee, okay. Oh mein Gott. Shit. Leben. Oder Kredite. Na komm. Ah, bin im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Hier ist kein Platz mehr. Die Patienten stapeln sich auf dem Gang. Der erste kam vor einer Stunde und das hört einfach nicht auf. Wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen Maler finden. Wo zum Teufel ist sie? Komm. Wow. Ah, ich kann doch noch eins nehmen. Ah. Wir müssen die Munitionskapazität erhöhen. Dann kann man vielleicht mehr Munition mitführen. Da kommt was. Türe schließt sich. Super. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Türen sich schließen. Aber schließt sich eine Tür, öffnet sich ein Fenster, oder wie ist? Oh, kriege ich jetzt den Handschuh? Einfach mal die Hand rausziehen, ja. Bisschen Blut macht nichts. Zieh ihn einfach an. Den Handschuh von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen.
Probier's einfach mal aus. Geil, Alter. Ich hab jetzt einen Grip. Mach ich. Ey. Grip. So, Sicherung gönne sich. Zielen und X. Aber das kostet ja Energie, ne? Lädt sich das mit der Zeit wieder selber ab? Ich will es jetzt nicht. Ich würde schon gern testen, aber ich weiß nicht. Oder muss ich diesen Energie umbauen? Jetzt habe ich schon. Achso, jetzt habe ich nur noch einen Punkt, okay. Ist ja auch zufälligerweise so blutverschmiert, gell? Ja, schon, oder? Passt sich alles meinem Outfit an. Geil. Aber dass da irgendwo nur so Heilung herumliegt, das kann ich vergessen, ne? Oh, hallo. Ein Kryptisch. Es blinkt. Schönes Ding. Oh mein Gott, jetzt kommt noch der Dicke. Oh. Ach, wenigstens wechseln sie sich ab. Er wartet sogar, siehst du? Ja, richtiger cooler Typ, muss man schon sagen. Ich meine, das sah zwar richtig kacke aus. Aber nettes Kerlchen. So, und wie lädt sich das jetzt auf? Ich habe jetzt 0 Grip. Ah, müsste ich auch nachladen, die Waffe. Inventar voll. Ja, ja, was ist das? Ist das so ein Grip-Ding? Eine Batterie für mein Grip? Ach, ich komme, ich muss mich eh heilen. Ja. Das ist ein Akku für mein Grip. Wie nutze ich den? Ich schätze mal nach oben drücken, ne? Nutzt man halt so. Ich weiß nicht, wie man den schnelltastenmäßig nutzt. So, Sicherung habe ich ja Anhängern, so ist er nicht. Aha, warte mal kurz gucken. Ist das der richtige Weg? Warte mal, hier ist gespeichert. Ach Gott. Ich möchte überhaupt jetzt nichts verpassen. Ich könnte noch Heilung brauchen. Irgendwo vielleicht. Ah, schauen. Schau, was ich jetzt alles verpasst hätte. Krieb-Akku. Die Waffe modifizieren. Credits. Vielleicht kann man den Handschuh auch modifizieren. Geht sogar. Erhöht die maximale Energiekapazität nach Rüst. Okay, was haben wir hier? Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sichern. Okay. Gut.
Gut, ich kann leider nicht alles. Aber wir haben zu verkaufen, das hier. Gut, ich habe einmal einen Akku und einmal Heilung. Ich kann mir zwei leisten. Mehr Damage damit machen. Qualitätsprüfung bestätigt. Ja, das war's. Das war's, Kollege. Na, oder warte, vielleicht kaufen wir sich noch was? Nee, wir heben das Geld. Wir heben uns das Geld auf. Hier haben wir einmal Heilung. Brauchst nichts kaufen. Schauen. Schönes Ding. Ja, Gott ist nicht hier. Was, wenn ich eigentlich auf die drauf haue? Kriege ich mal was? Du hast geschafft. Mein Weg zur Schuh war echt die Hölle. Ich öffne dir den Wartungsaufzug. Der bringt dich dann hoch, okay? Ja, noch eine Heilung. Schönes Ding. Der sieht kaputt aus. Geh rein. Ich kann ihn von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Da bin ich mal gespannt. Bremsen den Scheiß aus! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Elias! Das System reagiert nicht! Du musst es manuell machen! Moment, was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse! Schnell! Na, na. Herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Na los jetzt. Oh Gott, was ist das für ein Ding? Wir haben keine Sicherung. Wow! Ey, wieso droppt keiner ein bisschen Leben? Nur ein bisschen. Damit ich im hellgrünen Bereich bin, also im grünen Bereich bin.
Nicht immer im Gelben herum, Ducker. Hier hoch muss ich safe. Ich möchte die Spritze nämlich nicht verwenden unbedingt, was? Ah, nicht schon wieder so ein Ding. Ja, während er mich packt, zieht er mir auch Leben ab, Alter. Das ist... Ja, geil. Das ist trotzdem nicht viel, aber hey. Habe mich deshalb beschwert und habe was bekommen. Das geht schon. Ohne Kopf. Trotzdem noch sehr aktiv. Ups, daneben gerade. Achso, warte, wir hätten ja jetzt den Crip zum Nutzen. Oh, fuck! Okay, diese Dinger sind echt fies. Vielleicht. Kann das nicht krippen? Ah, es ist eine Miese. Heilung hier oben. Gut, dann heile ich mich einmal. Oder ist es nur eine Sicherung? Ne, das ist eine Heilung. Warte, aber da komme ich hinter diesem Ventilator-Ding. Wohoho! Verdammte Drecksau, du. Ich habe eine Idee. Das war eine ausgezeichnete Idee. Aber jetzt gibt er mir nichts mehr, oder? Shit. Okay, da wird nichts gesprochen. Kann leider Gottes die Heilung nicht mehr mitnehmen. Ich habe nur eine. Nein, ich habe zwei. Okay, ich habe zwei. Das ist okay. Etwas zum Verkaufen, zweimal Heilung. Ist in der Ordnung für mich. Oh, verdammte Axt. Ich weiß nicht, wo ich dich... Ah, oh, verdammt, Scheiß hab.
Er spuckt weiterhin. Was für eine Drecksau. Nicht küssen, nicht küssen. Nicht mit Zunge, bitte. Nicht beim ersten Mal, okay? Ja, Gott. Einer war noch hier. Ist der jetzt weg? Aber da lag doch noch einer rum. Oder verschwinden die echt so schnell? Weil hier liegt auch noch Credits. Eine Sicherung. Das Ding ist echt verdammt groß. Elias, ich bin im Aufzug, ich sehe dich zu. Elias, alles klar? Elias, kannst du mich hören? Anscheinend nicht. Aber warum antwortest du nicht? War totales Chaos. Mister kam irgendwie rein und haben alles zerlegt. Kommen wir noch in die Schuhe? Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Ja, Moment, jetzt lass mich hier mal umgucken. Bevor wir hier irgendwie weitermachen, aber hier gibt es anscheinend eh nichts. Ne, Judo, wir machen folgendes, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist schon cool so jetzt. Okay? Das ist cool so. Nächste Folge geht's weiter. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind weiter. Perfekt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's das gut, haut rein und immer brav sein. Ciao.